Hey Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge von Bugs und Glitches in Fahrgeschäftssimulatoren. In dieser Rubrik oder dieser Videoreihe zeige ich euch ein paar Bugs und Glitches, manchmal auch ein paar unlogische Dinge, die mir in so Fahrgeschäftssimulatoren aller Art, egal ob als App oder für den PC, so aufgefallen sind. Und heute geht es um eine App, und zwar der Fahrgeschäftssimulator mit dem Fahrgeschäft Maschine. Diese Fahrgeschäftssimulator behält nur dieses eine Karussell und man kann es für 1,79 Euro im Play Store, bei Google Play oder im App Store, glaube ich, auch kaufen. Und nun zum Glitch. Dieser Fahrgeschäftssimulator zeigt, dass ein Fahrgeschäft, das unter anderem unter den Namen Predator oder Transformer bekannt ist. Einige von euch werden es sicherlich kennen. Und wie die meisten von euch wissen, fährt diese Gondel, wo dieser Kreis, wo die Gondeln dran sind, nach oben und dreht sich dann um die eigene Achse. Wie wäre es denn mal, wenn der sich nicht oben um die eigene Achse dreht, sondern unten? Ne? Also da, wo der Boden ist. Das geht in diesem Fahrgeschäftssimulator. Und hier zeige ich euch ein paar Fotos und danach mal ein Video, weil es ist echt verrückt. Und dann zeige ich euch noch mal, wie das geht. Hier seht ihr, die gehen einfach unten in den Boden rein. Zack! Und das Lustige ist, da man ja in diesem Fahrgeschäftssimulator ja auch die Perspektive aus einer der Gondeln nehmen kann, kann es auch passieren, dass man mit der Gondel in den Boden gerät. Und das sieht dann so aus. So, und ihr beendet den Glitch einfach, indem ihr auf das P klickt, dann parkt der sozusagen und ja, dann seid ihr wieder an der Ausgangsposition von eurer Fahrt.
Ja, ich hoffe, euch hat diese erste Folge gefallen. Ich fand es sehr lustig, das herauszufinden. Und wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, den Link zu der App findet ihr in der Videobeschreibung. Lasst ein Abo da und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Gerne könnt es auch mit euren Freunden teilen, um denen auch zu zeigen, wie lustig dieser Glitch ist. Und bis zum nächsten Video. Ciao.